Und Allah subhanahu wa ta'ala gab uns ein Beispiel im Koran, wie sich eine muslimische Frau verhält mit einem fremden Mann. Und zwar die Geschichte von Musa alayhi salam mit den Töchtern von Shu'aib. Und Shu'aib war nicht der Prophet Shu'aib alayhi salam, der lebte viel früher, sondern ein rechtschaffener Mann, der Shu'aib hieß, zur Zeit von Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und als er am Brunnen war, in der Gegend Medien, ja, ein Ort namens Medien, fand er Leute, die Wasser schöpfen, ja, aus diesem Brunnen. Und dort waren zwei Frauen. Er fragte sie, also zwei Frauen, die versuchen, auch an den Brunnen zu kommen. Er sagte, was ist mit euch? Sie sagten, wir werden erst Wasser schöpfen, wenn die anderen Hirten davonziehen. Und unser Vater ist ein älterer Herr. Hier bleiben wir schon mal kurz stehen, um uns diese Situation näher zu betrachten. Ein fremder Mann kommt und sieht zwei Frauen, wie sie da stehen. Musa alayhi salam ist ein edler Prophet und spricht natürlich die Frau nicht unnötig an. Er hat also gesehen, die warten schon lange. Und wenn das so weitergeht, dann kriegen die gar nichts mehr ab. Denn es sind viele Hirten, jeder hat, Allahu a'lam, wie viele Schafe, Ziegen und so weiter, bis er Wasser geschöpft hat für all seine Tiere, für all seine Familie, dauert es. Also muss er hier etwas tun. Also ist er zu ihnen gegangen, und das ist der erste Grund oder der erste Punkt. Es muss einen Grund geben für das Reden zwischen Mann und Frau. Ohne Grund redet man nicht. Ohne Grund spricht man nicht miteinander, sondern es soll einen Grund geben. Dieser Grund, es muss nicht um Leben und Tod gehen, aber wenn eine Frau Unterstützung braucht, ob das jetzt in der Schule ist, auf der Uni ist, egal wo, dann ist es nicht grundsätzlich verboten, dass eine Frau mit einem Mann spricht. Aber wenn es nicht nötig ist, soll man nicht sprechen. Musa a.s. hat erkannt, sie brauchen Unterstützung, also ist er zu ihnen hin. Was haben sie gesagt? Er hat erst einmal gesagt, was ist los? Kurz und bündig. Guten Tag, ich bin Musa und ich bin geflüchtet. Ja, und es war ein langer Weg und so weiter und so fort. Und wer seid ihr denn? Woher kommt ihr? Es wird jetzt nicht ein Riesengespräch draus gemacht. Kurz und bündig. So sind unsere Vorbilder. Die Propheten, alayhimus salam, und ebenso die Sahaba. Sie sagten, wir werden erst Wasser schöpfen, wenn die Hirten gehen und unser Vater ist ein alter Herr. Das heißt, sie haben ihm erklärt, warum sie überhaupt da sind. Denn normalerweise wird diese Aufgabe von den Männern umgesetzt. Warum? Damit die Frauen beschützt werden. Der Islam beschützt die Frau nicht, um sie zu unterdrücken, sondern damit sie nicht belästigt wird. Und deswegen ist das die Aufgabe des Mannes, rauszugehen, zu arbeiten, ja, weil man hat Kontakt mit anderen Männern und so weiter und so fort. Natürlich, wenn eine Frau im Halal arbeitet, bitteschön. Aber es geht darum, muss eine Frau rausgehen und arbeiten? Der Islam sagt nein. Selbst wenn eine Frau niemanden hat, der sie unterhält, also der Unterhalt zahlt, ihr Vater ist gestorben, sie hat keine Brüder, sie ist nicht verheiratet und so weiter und so fort. Es gibt keinen nahen Verwandten. Der Islam sagt, der nächste Verwandte ist verantwortlich für dich. Du hast nur noch einen Bruder, dein Bruder ist verantwortlich für dich. Du hast dein Vater ist verantwortlich für dich. Du hast niemanden, weder Vater noch Bruder. Es gibt keinen Verwandten, engeren Mann, engeren Verwandten, der sich um dich kümmert. Was sagt jetzt der Islam? Der Westen sagt, geh raus und arbeite. Welche Frau bekommt Hilfe vom Jobcenter, nur weil sie sagt, Allah, mein Vater ist gestorben und ich bin nicht verheiratet und ich habe auch keinen Onkel. Jeder Jobcenter sagt, ja, alles klar, ja, tut mir sehr leid dafür, dass alle gestorben sind, aber geh arbeiten. Der Islam sagt, du brauchst nicht zu arbeiten. Der Staat bezahlt dir deine Miete, dein Essen und Trinken. Du musst nicht rausgehen. Ist das Unterdrückung der Frau?
Wenn die Frau sagt, aber ich möchte, bitteschön, im Halal, alles klar, es gibt keine Gefahr, es gibt, du wirst nicht belästigt und so weiter und so fort, bitteschön. Aber der Islam sagt, du musst das nicht tun. Du wirst versorgt, wie eine Königin bleibst du und du kriegst das, was du benötigst an Miete, Kleidung und so weiter, vom Staat bezahlt. Das ist der Islam. Und deswegen also war es etwas Verwunderliches, warum gehen jetzt zwei junge Frauen zum Brunnen? Es kann ja vieles passieren, Räuber, Diebe, irgendetwas. Da haben sie erklärt, um zu erklären und zu zeigen, wir sind anständig. Wir haben einen Grund, warum wir hierher gekommen sind. Unser Vater kann das nicht. Also, und wir haben keinen anderen. Also, was sagt Allah Azza wa Jalla dann? So hat ihnen Musa alayhi salam Wasser geschöpft aus dem Brunnen und ist gegangen zum Schatten Musa alayhi salam und sagte, O Allah, ich bin bedürftig nach deiner Gunst. Also ich habe deine Gunst nötig. Also Musa alayhi salam hat Allah gedankt, dass er jemandem helfen konnte.